eigentlich hier. Angefangen von der Missachtung der Menschen, diesen kontaminierten Lebensmittel einfach für Kinder zu geben, oder zum Thema, dass die medizinische Versorgung oder medizinische Untersuchung abgelehnt wird für den Leute, die aus Fukushima sind, oder die Behandlung ist überhaupt nicht vorhanden. Also wir lehnen alles ab. Deshalb haben wir alles aufgeschrieben und in Petition gesetzt, sodass wir hoffen, ich weiß, dass das nicht hilft vielleicht, aber wir wollen unser Gut einfach mit euch zusammen abgeben. Gut. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Wirklich nett von AKW. Das ist diese Leute sind einfach super Leute, sie sind sehr kompetent und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass wir alle mitgemacht haben, dass überhaupt, dass diese kurze Entscheidung, innerhalb ganz kurzer Zeit, dass wir das erreicht haben und so viele Leute gekommen sind, bin ich auch sehr zufrieden. Vielen Dank und ich gehe weiter und mit euch zusammen, dass etwas in Japan passiert. Und die Japaner sind, glaube ich, in Japan nur ein bisschen hilflos. Und umso wichtiger ist, dass wir hier draußen einen Druck ausüben Richtung Japan, damit es wieder ein bisschen besser geht. Oder dass die Japaner, die in Japan sind, diesen Druck ausüben. Ich kann kein Deutsch sprechen. Entschuldigung, mein gebrochenes Deutsch. Aber ich will nur sagen, dass ich selbst sehr gut bin und hoffe, dass unsere Aktion etwas für die Japaner hilft. Vielen Dank, mitzumachen. Regierung etwas tun müssen. Wir haben jetzt die Wahlergebnisse gehört, dass es hier entsetzlich findet, aber jemand hat gesagt, dass es doch ganz toll, wenn 9 Leute im Parlament kommen können, von 0 auf 9, das ist ein Erfolg, ein Thema. Wir geben die Hoffnung auf, wir machen einfach weiter. Kontinuität ist wichtig. Wer möchte noch was sagen? Jo. Nee, ich nicht. Ich bin ganz nur.